Hoiho, hier ist wieder Akifell, heute mit einem Review zu Puls. Ja, Puls, eine Verfilmung des gleichnamigen Stephen King Romans. Und ja, man braucht über Stephen King nicht mehr viel erzählen. Ist quasi, ja, wenn nicht der Beste, also ist er ganz oben mit dabei bei den besten Horrorautoren. Ja, eigentlich nicht nur unserer Zeit, sondern aller Zeiten. Und ja, es ist klar, dass natürlich auch seine Stoffe gerne mal verfilmt werden. Und das rangiert wirklich von, ne, ganz gut, bis wirklich absolut großartig, wobei teilweise die besten Verfilmungen gerade von seinen Nicht-Horror-Geschichten sind. Also ich nehme ja hier The Green Mile, Shawshank Redemption, ne, oder halt auch Stand By Me. Ja, aber auch im Horrorbereich, ne, immer wieder gute Verfilmungen gehabt. Fangen wir mal Carrie an. Ne, die jüngsten S-Verfilmungen, wobei der zweite ja noch ein bisschen aussteht. Ja, für viele auch The Shining, aber konzentrieren wir uns nicht auf die Meisterwerke, sondern eher auf das, was eher so ein bisschen in Sand gesetzt wurde. Da gibt es auch sehr viele King-Verfilmungen, die jetzt im Einzelnen alle zu nennen. Naja, es gibt da echt einiges, was vergeigt wurde. Und Puls jetzt sogar eine, ja, etwas, nennen wir es mal, jüngere Geschichte aus dem Jahr 2006. Und ja, kurz vor dem Handyboom hat King, oder bevor das mit den Smartphones richtig losging, hatte King hier wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, das richtige Gespür, was er ja auch schon mit The Running Man hatte damals, der übrigens wenig mit der Verfilmung von Arnold Schwarzenegger zu tun hat. Ja, das wird dem Buch echt nicht gerecht. Aber gut, King hier wieder ein bisschen vorgeahnt, ne, was das Thema Handys angeht, denn hier bei Puls geht es um einen Zombie-Outbreak, nennen wir es mal. Und ja, Ursache sind hier quasi Handys, beziehungsweise so ein seltsames Signal, ein Pulse halt, der über die Handys ja, übertragen wurde oder wird. Mitten in diesem Outbreak ist dann halt auch Clayton Riddle, ne, genannt Clay, wird von John Cusack gespielt. Und ja, der möchte eigentlich mal langsam wieder nach Hause zu seiner Familie. Und ja, während des Telefonats, sein Handy, ein Akku ist leer. Und er weiß jetzt natürlich, nachdem er, ne, da am, ich glaube, Flughafen ist es, wo alles dann richtig drunter und drüber geht, macht er sich natürlich Sorgen um seine Familie und möchte, ja, zu seiner Frau und seinem Sohn zurück. Ne, auch um da ein paar Sachen, die schiefgelaufen sind, wieder zu richten. Ne, helfen dabei kann ihm Tom, also Thomas, jetzt, ich habe den Nachnamen schon wieder vergessen, Thomas, ja, genannt Tom, gespielt von Samuel L. Jackson, mit dem er sich dann natürlich auch blitzschnell auf den Weg macht. Eine Nacht pennen sie noch in seiner Wohnung, wo dann auch die von Isabel Furman gespielte Alice, die Tochter der Nachbarin von Clay, dazustößt. Und ja, die drei müssen sich jetzt erstmal durch Boston durchschlagen und dann, ja, immer weiter durch die Wildnis, bis sie letzten Endes dann natürlich, so hoffen sie, die Familie von Clay finden. Und gut. Ja, das Ganze orientiert sich vage am Buch, muss man sagen. Und die Idee mit dem Zombie-Outbreak und mit den Handys und so, das besteht natürlich weiter, auch die Suche nach der Familie. Ja, aber sind wir ehrlich, ist es klar, meistens wird für Verfilmungen was geändert, was mal ganz positiv sein kann, häufig eher nicht. Ich möchte auch gar nicht so sehr darauf eingehen, das Buch selbst, nicht unbedingt eins von Kings besten, aber ich fand es dann doch schon ganz gut. Man hier natürlich auch sagen muss, es hat natürlich an Aktualität gewonnen. Ne, nennen wir es mal so mit dem Hive-Mind und der Wichtigkeit von Handys und der Gefahr, die davon auch ausgehen könnte. Das ist aktueller geworden als die, ne, zu dem Zeitpunkt, als die Geschichte rausgekommen ist. Weil heutzutage, gerade guckt man sich junge Menschen an. Ne? Aber gut, dass hier Sachen geändert wurden, ist gar nicht so schlimm. Will ich auch, wie gesagt, nicht im Detail darauf eingehen, zumal King hier, so wie ich das verstanden habe, selbst auch am Drehbuch viel mitgearbeitet hat. Ja, der Film fängt wirklich interessant an. Ne? Und ja, mit dem Outbreak, als das losgeht, ist das Tempo wirklich rasant. Es geht ziemlich schnell, ziemlich heftig zur Sache, weil die Leute sind hier dann auch weniger Zombies im Sinne von Fleischfressen, sondern eher im Sinne von, meinetwegen wie bei Großangriff der Zombies oder 28 Days Later, in wilde Savannen infizierte, die einfach nur Gewalt ausüben wollen. Und boah, da, wie gesagt, man wird gleich mitten ins Wasser geschmissen, es geht gleich richtig gut los. Ziemlich schnell kommen die Charaktere zusammen, die drei Hauptcharaktere, denen wir hier folgen, und dann machen sie sich ja auf.
Ja, und spätestens ab diesem Punkt, wo ich nenne es mal dieser Roadtrip losgeht, ne, das ist letztendlich auch ein Stück weit ein Roadtrip, der viel auch durch die Wälder geht. Und wo die drei natürlich auch ja, weiteren Leuten begegnen, die sich hier das Ganze überlebt haben, beziehungsweise noch abschotten. Man versucht natürlich einiges über die sogenannten Fauna, ne, sind halt keine Zombies, sind Fauna, rauszukriegen. Sobald der Roadtrip aber losgeht, merkt man, ja, lässt der Film hart nach. Das Ding ist bei King, also Kings Geschichte zählt, also Puls zählt definitiv und deswegen würde ich es auch nicht zu seinen besten zählen, nicht unbedingt zu den gruseligsten Geschichten, weil Stephen King nicht nur ein Meister des Grusels ist, er ist ja vor allem jemand, der auch tolle Charaktere schreibt und tolles Drama schreibt, auch im Horrorbereich. Und ne, das war halt hier denn das, wo Puls schon nicht wirklich gruselig war. Nur vielleicht noch interessant, das mit den Handys ein bisschen ja, zu interpretieren, gerade heute. Ja, waren die Charaktere aber trotzdem relativ greifbar, relativ sympathisch. Naja, das fehlt hier so ein Stück weit. John Cusack spielt ein bisschen gelangweilt, muss man hart sagen. Das muss ich auch am Ende ganz kurz dann nochmal drauf eingehen, wie das am Ende rüberkommt. Ja, aber John Cusack spielt hier ein bisschen gelangweilt. Und schafft es eigentlich nie wirklich so richtig, dass man richtig Sympathie hat und richtig mit ihm mitfiebert, ob das jetzt mit seinem Sohn klappt. Er ist halt nicht unbedingt der ja, beste besorgte Vater, auch wenn er ein guter Schauspieler an sich ist. Samuel L. Jackson ist hier auch in gewisser Weise getypecastet. Der Charakter wurde hier auch von Tom wurde hier auch ziemlich geändert im Vergleich zum Buch. Ohne jetzt zu viel aufs Buch einzugehen, da war es halt auch, wenn mich gar nicht alles täuscht, ein Homosexueller und da wurde das auch viel mit eingebaut. Ne? Was vollkommen in Ordnung ist und eigentlich auch wichtig wäre. Und hier haben wir Samuel L. Jackson, der auch das hätte wunderbar spielen können. Das wäre ja sehr interessant gewesen. Nur stattdessen hier wieder dieser klassische Typecast. Wir brauchen einen Badass-Typen. Nehmen wir Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson ist Badass, aber für die Geschichte, oh, ja, absoluter Badass mit ein bisschen PTSD, ist nicht ganz so interessant wie der eigentliche Charakter von Tom, der hier sicherlich viel mehr Facetten ja, hätte reinbringen können. Und man hätte das Duo, was aus Zimmer 1408 ja auch schon war, ne? Cusack Jackson, was da eigentlich sehr gut funktioniert hat. Und prinzipiell hier auch gut funktioniert, das hätte man auch mit dem eher klassischeren Charakter von Tom so machen können. Also hier weniger Kritik daran, dass sie was vom Buch aber im Vergleich zum Buch geändert haben, sondern dass es ein Downgrade war, ein Stück weit. Alice, gut, Isabel Fuhrman macht das auch recht solide. Ich weiß da gerade gar nicht, was man bei ihr, also bei Alice, da großartig geändert hat. Ist ein bisschen her, als ich das Buch gelesen habe. Nee, nur, ja, das Ding ist, dieses persönliche Drama geht hier ein Stück weit ab, weil die Charaktere halt ja, nicht ganz so interessant oder gut geschrieben sind wie im eigentlichen Buch. Und dadurch das Drama einen nicht so packt. Und wenn das Drama einen schon nicht so packt und gerade auch dieses, ne, die Angst um Clays Sohn, um seine Familie, ob er sie wiedersehen wird, dann muss ja wenigstens die Spannung, der Suspense, der Horror passen. Und ja, wie gesagt, nach dem Outbreak und den ersten Erlebnissen mit den Phonern stumpft das Ganze immer weiter ab. Dann ist es irgendwann nicht mehr spannend, es zieht sich sehr viel. Und ja, ne, dann bringen zwischendurch auch ein paar Gewaltszenen, ein paar Actionszenen dann nichts mehr, weil man irgendwie eigentlich ein bisschen ja, auszoomt und ironischerweise ne, zwischendurch dann mal, ich mache das hier mal richtig schön, so zwischendurch mal so kommt das Handy. Ne? Was eigentlich ein bisschen bescheuert ist, dass man bei dem Film eigentlich, ja, wo natürlich auch ein bisschen dieser gesellschaftliche Punch hinterstecken könnte, was Handys angeht, wahrscheinlich viele Leute geneigt werden, zum Handy zu greifen und nebenbei zu daddeln, irgendwas zu nachzulesen, ne? Was sagen andere Leute über den Film? Ja, die finden ihn auch großartig und spannend. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Und das ist hier immer mehr, ja, einen nicht mehr wirklich bei der Stange halten kann. Was heutzutage bei vielen Menschen eh schwierig ist, aber hier, ja, selbst bei jemandem, der den Film echt aufmerksam gucken möchte, irgendwann
ein bisschen härter wird, weil es halt irgendwann langweilig ist, wenig Neues dazukommt, das Drama einen nicht packt. Und irgendwie das einen, ja, das Ganze einen einfach nur noch berieselt, anstatt dass man wirklich drinnen ist. Und das ist ja eigentlich das, was in Kings Geschichten, gerade in den besten, also da ist man ja vollkommen drin und auch bei den besten Verfilmungen ist man richtig drin. Ne? Okay, hatte ich beim S-Review gesagt, wenn da natürlich auch Leute mittendrin aufstehen und sagen, was für ein Scheiß, oder ihre Freundin beim Ruck, weil haha, ich habe mich gar nicht erschreckt. Da würde ich auch gerne mein Handy nutzen, und zwar um solchen Leuten das an den Kopf zu werfen, aber man darf das ja nicht. Nee, also hier, wie gesagt, um es kurz zu machen, Pulse oder Cell im Original, ja, ist langweilig. Fängt klasse an, man ist gleich drinne, aber man geht immer weiter raus, je länger sich das zieht, weil der Roadtrip einfach ja nicht die Spannung hat, nicht das ja, Mysteriöse hat, was man sich von einem Horrorfilm erwartet. Die Charaktere ja eigentlich mitreißen, das Drama einen relativ kalt lässt und ja, irgendwie ist das denn natürlich auch ja, ärgerlich für so einen Film. Na, das Ding ist, was das jetzt hier besonders so ein bisschen richtig der Schuss, letzte Schuss ins Knie ist, der Genickbruch, wie auch immer man das nennen möchte, das Ende. Ich weiß gerade gar nicht, mir ehrlich gar nicht mehr, wie Puls wirklich geendet ist, das Buch. Ich müsste es halt auch mal lesen, gibt aber auch viele andere Sachen, die ich noch lesen muss, von daher hängen. Das Ende wurde ja auch etwas geändert und da hat wohl Stephen King auch geäußert, dass das düster und überraschend ist und besonders cool sein soll. Naja, ich spoilere das hier auch einfach mal, weil ich wette, einige Leute würden eh vorspulen, ne, wann haben wir das Happy End? Es gibt kein richtiges Happy End. Ja, Clay geht quasi, will das Ganze quasi aufhalten und wird dann auch Teil des Schwarms, ne, dieses Hive Minds. Hat noch so eine Vision, wie er dann schön mit seinem Sohn wieder vereint ist, aber dann haben wir Gegenschnitt eigentlich und er ist da in dieser Masse mit drinne von den Fungern. Das Ende an sich sehr unbefriedigend im Kontext des ganzen Films, wenn ich mich denn da schon auch durchquälen muss, weil der Film nicht gerade spannend ist, dann möchte ich wenigstens irgendwo einen Payoff am Ende haben und nicht einen billigen Schock. Und das ist es ja eigentlich, King ist ja eigentlich der Meister des, ne, ja, der guten Schocks und nicht der, also der die psychologischen Punch haben, die wirklich ja, nachhallen, die subtil sind. Und das hier ist halt all das, was Stephen King nicht ausmacht, dieser Schock am Ende nochmal, dass er dann da quasi einfach nur Teil des Hives ist oder dieser, des Schwarms. Und vor allem, da muss man auch sagen, so wie John Cusack da rumredet, ich kann das glaube ich gar nicht nachmachen, das ist dann vom Gesichtsausdruck wirklich so. Oh. So juckelt er da lang, was dann auch ungefähr so gelangweilt aussieht, wie er den Rest des Films oft gewirkt hat. Und das ist schon, da merkt man schon, das ist irgendwo so wirklich C-Level, C-Horror-Level, wie das auch rüberkommt von der ganzen Art her. Die musikalische Auswahl mit You'll Never Walk Alone. Ich mag ja schon, ich mag abgedrehten Humor, ich mag bescheuerten Humor, ich mag auch mal bitterbösen Humor. Oh Mann, da schießt du ziemlich zwischen allem dem, was ich lustig finde, durch. Und das ist einfach wirklich so ein richtiger Fremdschirmfaktor, wo man sich denkt, das soll das jetzt lustig sein? Soll das zynisch sein? Das ist einfach nur beknackt. Ne? Weil, ne, denn diesen riesen Schwarm da und zwischendurch immer John Cusack. You never walk alone. Naja, also das ist dann so, wo man denkt, man hat dann wirklich hier, oh, das fängt geil an und dann, ja, das wird immer langweiliger und am Ende, statt dass man nochmal so BAM hat, wo man sagt, yes, hat man wirklich ein BAM, aber wirklich, ne, also das regt einen nochmal auf und dann packt man wirklich, also da muss man aufpassen, dass man sich da nicht so doll auf die Stirn haut, dass man selber zum Fauner wird. Also sowas geht gar nicht und ich muss hier sagen, der Regisseur, ich muss hier nochmal nachschauen, Regisseur Todd Williams, soll ja nicht persönlich gemeint sein, aber was hat der vorher noch gemacht? Nun, die anderen Sachen sagen jetzt nichts, aber Paranormal Activity 2, das war sein dritter Film, glaube ich, und danach kam Pulse, oder Pulse, Cell.
Ne? Also wenn das Bekannteste, was man gemacht hat, Paranormal Activity 2 ist, dann ist man vielleicht auch nicht unbedingt, auch wenn das Skript ihm hier sicherlich nicht geholfen hat, der Beste, ein Stephen King Buch zu verfilmen. Oder ein Roman. Also, ich weiß nicht, hier hat sich keiner der Beteiligten wirklich mit Ruhm bekleckert, einige weniger als andere. Und wie gesagt, mich erstaunt es halt, dass King hier auch tatsächlich wohl am Drehbuch mitgeschrieben hat. Ich kann ja nochmal gucken. Ne? Aber, also das ist einfach, selbst unter den Stephen King hat das Screenplay mitgeschrieben. Naja, also bei vielen Stephen King-Verfilmungen, die immer so ein bisschen als Scheiße abgetan werden oder belächelt werden, es gibt einige, die sind wirklich nicht gut. Bei manchen liegt es auch daran, dass es ältere Filme sind, dass sie vielleicht auch mal fürs TV produziert wurden. Aber also von den ganzen King-Verfilmungen, die ich jetzt gesehen habe, ist Puls wirklich eine der schlechtesten. Einfach weil da so viel einfach nicht passt, dass es so langweilig ist und ja, ist halt ärgerlich, weil, wie gesagt, gerade in der heutigen Zeit, wo Handys noch wichtiger sind als zu dem Zeitpunkt, als King das Ganze geschrieben hat, da hätte man so viel draus machen können und das ist eigentlich traurig. Von daher viel verschenktes Potenzial, ja, und wirklich kein guter Film. Er ist, ne, nach anfänglichen Aufregungen und Action langweilig und endet dann wirklich mit einem Aufreger, wenn man sich über wirklich Idiotie aufregen möchte. Ne, das Ende ist halt wirklich nochmal so richtig so, ne, der letzte, ja, Nagel im Sarg für diesen Film. Absolut keine Empfehlung und wow. Ich bin an der Stelle fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked und teilt, ne, meinen Kanal abonniert und jo, vielleicht das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir vielleicht ein bisschen erfreulichere Filme besprechen. Gut, bis zum nächsten Mal.